Euch, was kommt von draußen rein? Holla hi, holla ho. Es kann nur der Toto sein. Holla hi, ja ho. Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorstenacker Toto, beim Clan Imposant. Heute auf dem Avatar-Account. Ich mache heute einmal mit dem Account hier die Dorfbesuche hier. Und ich hoffe, der Titel hat euch mal wieder zugesagt. Ich weiß, singen kann ich natürlich gar nicht. Aber ich haue jetzt auch gleich rein hier mit meinen Texten. Natürlich wieder mit den vielen, vielen Lesezeichen. Aber es ist der Hals-Maul. Den hatten wir letztes Mal, beziehungsweise er stand hier bei mir als abgefarmt drin. Diesmal ist er nicht abgefarmt. Und wir sehen ja eigentlich in Lupen rein. Ja, hätte ich mal fast so gesagt. Rathaus Achter, der jetzt keine Lust mehr hat auf Mauern, hat auch keine Lust mehr auf Kanonen. Also die lässt er einfach so hier auf Level 9. Also ich hätte es jetzt nicht gemacht. Also ich hätte wirklich hier weiter durchgemaxt. 200 Truppen hat er. Hat natürlich das Gängigste und das Wichtigste hier hoch. Keine Frage, im Rathaus Level 8 Bereich sind das die Luftabwehren. Die Magiertürme sind schön hoch. Die Archer Tower, also die Bogenschützentürme, sind auf dem richtigen Level. Hier geht noch einer gerade hoch, beziehungsweise die gehen auch auf 10 hoch, so wie ich das sehe. Jawohl, da ist einer schon 10. Und die Minenwerfer sind auf 6 hier. Das passt. Die Bohrer könnten noch ein bisschen vertragen, also vielleicht ein bisschen zu früh hochgegangen. Und wenn wir uns die Truppen angucken, das ist einfach mal nicht weitergemacht. Und so nach dem Motto, so, ich will jetzt die Queen haben, also rush ich so ein bisschen vor. Ich hätte es nicht getan, also vielleicht, wenn du dich hier siehst, dann kannst du ja vielleicht abbrechen. Jemand, der nicht abgebrochen hat, der jetzt nämlich schon Rathaus Level 9 ist, ist der Gameflow, denn den hatte ich glaube schon mal bei mir mit drin. Ich glaube, da waren noch 8. Ich kann mich nicht mehr ganz genau an erinnern, aber er hat ja eigentlich eine gute Truppe zugange. Und wenn wir jetzt mal in das Dorf schauen, dann sehen wir auch, der ist noch nicht so lange Rathaus 9. Ich weiß wirklich nicht, ob ich ihn schon als 9er hatte oder noch als 8er. Aber was mir sofort auffällt, sind, du musst die Lager machen. Wirklich, 220 Truppen ist must have. Hau dort das ganze Elex rein, was du hast. Und innerhalb von 20 Tagen hast du ja die 220 Truppen. Das würde ich auf jeden Fall vorziehen. Aber er hat schon mal die Queen auf 5 gemacht, das ist auch nicht schlecht. Die nächste Luftabwehr geht hier jetzt erstmal, denke ich mal, auf Level 6. Das heißt also, er gleicht jetzt, denke ich mal, schon schön seine Base hier an. Also alles das, was er an neuen Sachen dazu bekommen hat, gleicht er erstmal an Rathaus Level 8 ab. Den hat er auf jeden Fall durchgemaxt, das ist gar keine Frage. Und so wie ich das gesehen habe, ist auch nur die Walküre liegen geblieben. Es kann natürlich sein, dass die jetzt noch im Labor ausläuft, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, sonst ist das hier ein ganz anständiger Account. Ich denke mal, der Gameflow ist auch mit seinem Rathaus 9 Start hier zufrieden. Okay, dann habe ich mal die nächste Tech hier drin. Also es sind ja noch wieder ein paar neue Spieler vor allen Dingen dazu gekommen. Das freut mich natürlich wirklich, die ich auch wirklich noch nie hatte. Aber ein paar sind auch dabei, die jetzt auch schon mal hochgehen. Also es kann schon sein, dass ich mal den einen oder anderen dabei habe, der schon mal dabei war. Aber halt in einer anderen Rathausstufe. Wir sehen hier aber ein Rathaus 9 vom Factory New Phil von den Royal Heroes und Clan Level 13 mit 212 gewonnenen Clan-Kriegssternen. Und ja, ich denke mal, das ist ein cooler Neuner hier. Ich denke, damit mit der Truppe und auch mit den Helden kann man sicherlich leben. Die Base ist schon ganz schön stark und es gehen vor allen Dingen, jawohl, Daumen nach oben dafür. Beide Helden hoch, wunderbar. Das passt. Also er gleicht sicherlich die Helden jetzt so ein bisschen an die Base an, denn die ist doch schon ganz schön stark hier mit den Sachen hier. Ich würde fast sagen, sie ist maxed out hier an der Stelle. Und hat jetzt noch ein bisschen schön an Mauern zu farmen. Mir macht das ja Spaß, Mauern farmen. Hat 220 Truppen. Die Bohrer gehen hier auch noch ein Level. Die gehen auf 6 hoch, würde ich in jedem Fall machen. Den hier unten hat er sogar auf 6, jawohl. Labor rennt. Ich denke mal, die Base hier in der Region wird auch mal halten. Oh, 22 Devs. Sehr schön, sehr schön. Aber sicherlich auch mal ein paar Drops dabei. Aber ich denke, ansonsten sieht das hier gut aus. Magertürme schützen hier schön mit die Luftabwehren hier sogar doppelt. Und an der Stelle hier jetzt nicht unbedingt, das macht aber nichts, dafür hat er die X-Bogen hier. Also ist durchaus so vertretbar und ich denke mal, er ist zufrieden mit seiner Base. Wir haben den nächsten hier drin.
immer diese Leerzeichen, also. Es ist der Keksdealer vom Clan Rack and Leaf. Es ist ein Rathaus-Zehner hier, der in der Legendenliga schon mal war. Glückwunsch dazu, wirklich krass, habe ich ja noch vor mir. Hoffe ich, müssen wir mal schauen. Und ich sehe hier einen echt guten RH-Zehner. Drachen geht noch hoch, Päcker geht noch hoch. Ja, da hier geht noch einiges. Und da kann er sich sicherlich dran erfreuen, aber ich glaube, er ist nur leicht abgefarmt. Deswegen, ich nehme ihn ruhig hier mit rein. Das ist überhaupt kein Problem, denn wir sehen hier eine starke Base. Deswegen habe ich mir auch gedacht, ich habe mir den eben ja schon mal angeschaut. Kannst du ruhig zeigen, denn wir sehen hier eine starke Base. Und der Gegner hat hier, denke ich mal, keine 50% erreicht. Das sagen auch die 35 Devs hier. Also wunderbar. Und der King geht hier auf seine nächste Reise auf 28. Und auch die Queen. Donnerwetter, was ist denn heute los? Ich muss euch das mal ein bisschen größer machen. Entschuldigt bitte. Ich habe das hier relativ groß vor mir und habe das jetzt gerade ganz klein nur für euch gehabt. Das stelle ich jetzt in den nächsten Besuchen ab. Aber schönes, starkes Dorf hier. Und ja, hier geht noch einiges. Aber ich denke mal, er wird sehr, sehr zufrieden sein mit der Base hier, so wie sie ist. Und sie geht ganz behende hoch. Also das passt. Hier passt wirklich das Verhältnis, glaube ich, ganz gut. Base zu Helden und zur Defensive. Und ich glaube, er ist mit seiner Truppe hier und auch mit seinem Account hier zufrieden. Also ich wäre es in jedem Fall. Er hat keine Mauer mehr zu machen. Das ist auch krank, ne? Mann, Mann, Mann. Das ist ein echter, echt krass hier. Keine Mauer mehr zu machen. Super. Glückwunsch. So, nach dem Keksdealer haben wir den Eli03, der war letztes Mal abgefarmt, deswegen ist er hier bei mir rot, aber dieses Mal ist er mit dabei, er ist ein kleiner Schweinereiter, er ist Leader und ich habe ihn jetzt endlich mit reingekriegt. Ich glaube, es ist der Enrico bei mir aus meiner Community und ich hatte auch unter dem Tag dann geschrieben, ihr braucht mir, wenn ihr abgefarmt seid und ich benenne euch so, dann braucht ihr mir eure Tag nicht nochmal reingeben. Ich besuche euch sowieso, ich gucke ja immer in meine Tabelle rein und nehme die Leute dann in die nächste Folge mit rein. Gucke also, sind es abgefarmt, ja, nein. Dann seid ihr mit drin. Aber hier geht die Queen schön auf 14 hoch und die Base ist, oh, die ist durch. Wunderbar. Jetzt muss man natürlich ein bisschen zusehen, dass die Helden hier zu dieser Base passen, denn die ist schon, ja, die ist schon relativ stark, muss ich mal so sagen. Und das Rathaus steht natürlich verdächtig weit außen, also kann man sich snaggeln, aber ich denke mal in der Liga hier mit den vielen Mauern, die er auch noch zu machen hat, kann man da durchaus mit zufrieden sein. Und er macht ja schon die ersten hier auch auf 10 in der Mitte, das ist super. Truppen sehen sehr, sehr gut aus. Das ist richtig ein RH9, aber RH9 ist auch wirklich schnell durch. Hat er super gemacht hier, denke ich mal. Da hinten die Bogenschützen, ja, die gehen jetzt noch ein Level, aber alles andere war ihm wichtiger. Das sieht man auch, das ist auch wunderbar. Und zaubermäßig ist das auch cool. Die können ruhig hier hinten hochgehen, auch Erdbeben und Gift. Der Skelettzauber geht eh nicht hoch, aber der Eilzauber sollte jetzt noch mit hochgehen. 497 gewonnene Sterne. Super gemacht hier. Ich glaube, es ist der Enrico. Bin mir nicht ganz sicher, aber schön, dass ich ihn jetzt mit drin hatte. Und wir haben den nächsten. Tech ist Invalid. Ist nicht Invalid, sondern ist es der Magier. Der ist im Moment im Clan Herausforderer. Ihr kennt diesen Clan. Gelächter. Es ist nämlich mein Community-Clan und ich habe ihn heute mal natürlich mit drin, denn sonst hat er seinen Stammclan natürlich woanders. Aber es ist ja ein gerushter RH10. Müssen wir leider mal einfach so sagen. Passt aber eigentlich. X-Bogen auf 2 hier, die Infernus auch auf 2. Also ganz so schnell ist er hier nicht, aber mit den Helden hat er natürlich ein bisschen gebummelt auf Rathaus Level 9. Hat 220 Truppen, also hier müssen die Lager unbedingt hoch und die Base hier wird sicherlich, ja, in Meister 3, hat sich schon dreimal gedefft oder gedroppt, das wissen wir jetzt nicht. Aber er baut hier auch fleißig schon Kampftruppen, ich denke mal, für den anstehenden Clankrieg hier. Und aber ich denke mal, ja, Labor läuft nicht, also da musst du noch ein bisschen reinhauen hier. Magier und auch mit den Truppen, ja, das ist suboptimal, das ist auch ein bisschen von was gemacht. Und aber er hat 5er Drachen, ich glaube, das wird dann seine bevorzugte Armee hier sein. Und da kann man natürlich mitarbeiten, keine Frage. 498 Sterne. Ja, ich denke, ich mag so eine Accounts nicht, das wisst ihr. Aber wer diese Accounts bespielt und meine Folgen sieht, der macht ja jetzt vielleicht ein bisschen was richtig oder auch nicht. Ausgegebenen Anlass bin ich natürlich nicht umsonst hier mit dem Avatar, denn ich muss hier ein bisschen farmen. Also kurzer Break hier. Wir machen einfach mal so einen kurzen Farm-Break hier mit dem AFA. Und ich suche mal eben einen Gegner, spule das Ganze dann vor. Aber brauche ich gar nicht vorspulen.
Brauche ich gar nicht vorspulen. Wir nehmen den ersten hier. Super, den nehme ich einfach mal mit hier. Denn ihr seht das hier da oben. Mein Gold ist sowieso relativ voll. Und jetzt geht es nur noch darum, das Elex hier mit reinzukriegen. Ich habe im Moment zwei Lager jetzt schon am Laufen. Also ich will unbedingt die 240 Truppen haben. Mit diesem Account hier auch. Denn die sind nach wie vor Must-Have. Also die sind nicht Nice-to-Have, wie ich es immer sage, sondern die sind wirklich Must-Have. Und das merke ich hier auch in den Clan-Kriegen hier. Ich bin ja noch in dem Clan imposant drin. Also auch hier habe ich es wieder gemerkt, dass mir hier ganz klar Truppen fehlen. Und wenn es nur 10 Stück sind, die können entscheidend sein. Und denn mir fehlten jetzt wirklich im Zuge der Gegner, fehlten mir einfach die Truppen. Ich habe ja jetzt auch noch so gut wie keine Truppe hier auf Rathaus Level 10. Die Bowler laufen jetzt noch 2 Tage hier bei mir. Könnt ihr einfach mal so mitnehmen als Update hier. Und dann nehmen wir hier hinten noch die Lager mit. Das war es dann auch. Der ist auf 0 gefarmt hier. Jo, der ist auf 0 gefarmt. Geht da noch ein bisschen mehr? Nee, ich check jetzt einfach mal an, ob da noch ein bisschen mehr geht. Ah, die Bauhütten hier nehmen wir mal mit. Schöner Erfolg hier, Bauhütten. Ich weiß, ich hau jetzt einfach die Mauerbrecher rein. Liegt einfach daran, dass die nächste Armee genau die gleiche ist. Beziehungsweise es kann sein, dass ich eine Kobold-Armee ausgebildet habe. Und den können wir aber ruhig verlieren hier. Dann haben wir ein bisschen Dunkles mit reingebracht. Und ich habe die gleiche Armee nochmal. Aber ich glaube, ich nehme jetzt ruhig die Kubi-Truppe hier. Die trainiere ich mal nach. Und wir machen die Besuche jetzt einfach mal weiter. Und ich habe die nächste Tech in meiner Zwischenablage, natürlich wie immer, mit Leerzeichen, wie soll es auch anders sein. Wir haben hier den No Risk, das ist ganz witzig hier, No Risk, No Fun, sage ich ja auch sehr, sehr häufig. Das kam, habe ich mir glaube ich mal überlegt, als ich noch harter Windsurfer war. Da gab es immer Fun and Faction, da habe ich immer gesagt zu meinem Kumpel, No Fun, No Faction, No Action. Und dann kam irgendwann da mal mit raus, No Risk, No Fun, also wenn es darum ging, einen Duck Jibe zu machen oder das allerletzte aus einer Powerhals rauszukitzeln, dann haben wir mal gesagt, No Risk, No Fun, also alles geben, auch beim Windsurfen. Und irgendwann hat es dann aber aufgehört und hört hoffentlich nicht auf hier beim No Risk. Er ist nämlich ein guter Rathaus 9er. Er hat hier, denke ich mal, für einen RH9 coole Truppen. Drachen 4, Hunde auf 2, Hexen sind noch auf Level 1, aber Goli hatte auf 4, die Hogrider auf 4, die Valkyren auf 3, das ist alles in Ordnung. Ich denke mal, das war der erste Eindruck. Der zweite Eindruck täuscht nicht, ich gehe mal ein bisschen näher rein. Es ist ein, denke ich mal, Maxed Out RH9er hier, der richtig schön hier sein Dorf gebaut hat und in Meister 2, Defter auch schon mal, kann ich mir auch gut vorstellen, denn das Ganze ist hier gut geschützt. Auch meine Lieblinge sind hier gut geschützt, nämlich die Luftabwehren. Sowohl von den Magiertürmen, als auch von den Bogenschützentürmen, als auch von den X-Bogen. Also wunderbar hier. Ja, der steht auch auf Bodenluft. Kann ich immer nur empfehlen, Bodenluft. Manchmal weiß ich nicht genau, warum man die dann auf Boden stellt. Vielleicht, weil man dann vielleicht frühe Queenwalks abfangen will oder so. Aber ich glaube, ist eine gute Base. Die Feger stehen auch cool. Also da wüsste ich auch nicht, wie ich hier reingehe. Da musst du schon brachiale Gewalt mitbringen. Und 12er Helden, beziehungsweise 12er King und 15er Queen ist sicherlich, ist es grenzwertig. Aber ich hoffe, er zieht sie jetzt hoch. Hat 220 Truppen. Das sehe ich an den Lagern. Hat die Bohrer oben. Und ich glaube, er ist in jedem Fall mit diesem Account zufrieden. Wen haben wir hier noch drin? In meiner Zwischenablage haben wir den Magic Gamer HD. Der war letztes Mal abgefarmt, ist im Clan Diabolus und ist mal ein etwas kleineres Rathaus, nämlich ein Rathaus 7 an der Stelle. So, jetzt ist glaube ich wieder ein bisschen besser. Er ist ein Rathaus 7 hier und das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Die Mauern gehen jetzt hoch. Ich hätte fast gesagt, da habe ich gar nicht so viel dran zu nölen. Toto nölt ja auch gerne. Es gehen jetzt zum Schluss die Lager hoch. Das ist auch bei meinem RH7 so. Aber der Rest hier sieht ganz gut aus. Die können jetzt noch ein Level vertragen. Laufen natürlich auch noch mal 5 Tage. Er hat schon die 200 Truppen. Wunderbar. Das sieht eigentlich gut aus hier für einen 7er. Das ist gut ausgebaut hier. Die gehen, weiß gar nicht, ob die noch ein Level hochgehen hier. Ne, die gehen nicht mehr hoch. Der ist 8, 8, 7. Der geht noch hoch. Ja, ein bisschen geht hier noch was, aber ich glaube, er ist ganz zufrieden mit dem Account. Das Labor läuft. Läuft das Labor? Wo ist das Labor? Ist das Labor hier bei dir? Hallo? Ah, da. Da ist das Labor. Das läuft auch wunderbar. Und ich denke mal, auch die Truppen sind so in Ordnung. Ich hoffe, im Labor läuft der Drache.
ich glaube, es läuft der Drache, weil den auf 2 zu haben als Rathaus 7er ist schon auch da ein Must-Have. Und 2er King kümmern ist ein wenig CK-Sterne, also da kannst du ein bisschen mehr machen, denke ich mal. Aber schön, dass ich dich hier jetzt mal erwischt habe. So, mal sehen, wen wir als nächstes hier erwischen. Natürlich erwischen wir erstmal mein Leerzeichen. Es ist der Rain Fox vom Cloud Nano Clan. Vom Cloud Nano. Grüße an die Familie nach drüben. Und wir sehen hier einen starken Achter. Der Golem geht jetzt noch ein Level. Die Valkyren gehen noch 2 Level. Der Rest ist durch. Auch die Zauber. Super. Super gemacht hier. 97 CK-Sterne. Ist noch nicht so super viel. Aber wir sehen hier ein starkes RH8-Dorf. Ich denke, das Dorf ist wirklich super. Und es ist vor allen Dingen maxed out hier. Keine Frage, mit den Magiertürmen, mit den Luftabwehren, oh, die stehen, ich weiß nicht, ob die ein bisschen zu weit außen stehen, aber Drachen haben es sich schon ein bisschen schwer, die zu erreichen. Mit dem eigentlich gut stehenden Feger hier zieht es die doch sehr nach außen, keine Frage. Und mal sehen hier unten in Silber 1, ja, da hat er schon dreimal gedefft, also sieht ganz gut aus hier. Die Bobs pennen allerdings, ich wüsste jetzt auch nicht wirklich, was er noch zu tun hat, außer, glaube ich, Mauern. Die gehen, ist auch schon auf 3, der Bohrer hier. Okay, ja, ich glaube, hier geht nicht mehr viel labormäßig da. Sollte natürlich jetzt was laufen. Also wenn er, denke ich mal, hier genug im Pott hat, dann laufen da, läuft da der Golem und die Valkyrie noch nach. Schönes Ding hier vom Cloud Nano Clan. Und wir machen hier mal weiter. Wir haben hier den Jakob 1893 vom Clan Dragons. Er ist dort Co-Leader, 292 gewonnene Sterne. Und es ist ein Rathaus 9er, 10er, Entschuldigung, ein Rathaus 10er. Ich sehe es gerade an den Bolon und am Rathaus. Ist mal wieder grenzwertig. Kein Level der Hogrider, aber Level 5 Golems. Okay, da musst du dir was dazu überlegen, was du machst. Ich denke mal, er wird dann eher ein Go-Vibe anschlagen oder vielleicht auch mit dem Bolan angreifen. Und ja, mit den Helden ist es natürlich auch grenzwertig. Der King geht hier immerhin schon so ein bisschen hoch. Und er hat auch noch keine 240 Truppen. Also die Lager müssen unbedingt hochgehen. Ist einfach so. Quäle ich mich ja mit dem Avatar. Zeige ich euch gleich. Quäle ich mich da ja auch durch. Die laufen 10 Tage. Da muss man einfach durch. Und wenn man aber einen Bob einfach dafür abstellt, der einmal rum ist, dann hat man auch nach 40 Tagen hier seine Lager. Also spätestens nach 40 Tagen. Ich habe es jetzt ein bisschen beschleunigt, denn ich habe jetzt einfach mal 2 Bobs in die Lager geschickt und muss dementsprechend nur noch, ich glaube, 15 Tage warten. Dann habe ich endlich meine 240 Truppen. Aber ich glaube, er ist ganz zufrieden mit der Base hier. Die deft auch mal, ja. Mit den Helden wäre ich jetzt nicht so zufrieden, denn die Base ist dann doch schon ein bisschen stark dafür. Mit Infernos auf 3. Und der Rest sieht aber ganz gut aus. Da geht natürlich jetzt noch was. Hier geht jetzt der X-Bogen hoch. Ich würde die Sachen, die ich ausbaue, ruhig auch in der Base lassen. Irgendwie wiegt mir die Base hier auch ein bisschen zu klein. Also der X-Bogen, ich weiß gar nicht, wo der jetzt noch reinfassen könnte. Da, wo der X-Bogen steht, sind bestimmt 4 Tesla. Ich denke, die sind auch schon hoch. Also grenzwertig. Ich wäre jetzt nicht so super zufrieden, aber da muss der Spieler, der Jakob 1893, selber sehen, was er daraus macht. Denn ich kann ja nur meine Meinung abgeben. Es ist nur eine Meinung. Mehr nicht. Also seid mir nicht sauer, wenn das mal für euch nicht passt und ich mir nicht alles schönreden kann. Wen ich mir aber schönreden kann, das ist der Flash 2. Der ist nämlich ein Rathaus Level 10er mit 20er Helden. Kommt aus dem Clan True Warriors 2 und ist ein anständiger Account, das kann ich euch sagen. Ich finde 20er Pärchen ist auch in Ordnung hier. Und ihr seht das hier auch, seine CK-Truppen sind letztendlich gut am Start. Er greift hier im Moment, er farmt mit Loons und den Lakaien hier und so lange, glaube ich, ist er jetzt auch noch nicht 10, denn die sind erst auf 1, also gerade so rausgebracht. Ein bisschen kommt mir die Base bekannt vor, euch auch. Wenn ich mir den Avatar so angucke, dann hat er genau die gleiche Base und hat allerdings schon etwas höhere Helden. Und im Labor, ja, da läuft auch was. Ich denke mal, ich weiß, bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass da die Bowler können noch nicht laufen. Da muss er die Kaserne noch machen. Ja, auch die Kaserne hier läuft 10 Tage, aber er stößt sie an. Wunderbar. Also auch demnächst nächster Bowler-Spender hier bei den True Warriors 2. Freut mich, der Flash hier ist auch ein guter Angreifer im oberen Bereich. Also ist auf jeden Fall ein starker Zugewinn, den der Clan gewonnen hat. Und ist auch ein cooler Angreifer. Und auch ein netter Mensch. Hier hat er noch 30, also auch die Clanburg Flash, die muss einfach hoch.
Es ist übrigens kein Account vom Flashloop, also das dürft ihr jetzt nicht verwechseln. Und aber der Rest sieht hier, glaube ich, ganz, ganz gut aus. Die Base hält. Save the Dark Base. Ihr kennt die von mir, denn ich habe, ihr seht das, ich habe die gleiche Base. Und ich denke, da hat er die ruhig nachgebaut. Nehmt die ruhig als Save the Dark Base. Aber ich zeige euch jetzt in der zweiten Pause einfach mal einen netten, wirklich, wirklich netten Angriff vom Wolzig, heißt er bei uns. Jetzt muss ich mal gerade schauen, wo ich ihn habe. Ah, hier habe ich ihn. Okay, hier habe ich ihn. Ich habe die Aufnahme selber gemacht und er war hier in Titan 1 und hat diesen Gegner hier gefunden mit richtig, richtig Monsterload und konnte es aber selber nicht aufnehmen. Ich habe es dann irgendwann aufgenommen, nur als kleine Randinformation. Ich habe diese Aufnahme mit dem AZ Screen Recorder gemacht. Das ist eine App fürs Handy. Die habe ich mir auch, ihr hört das auch, ich habe auch jetzt mal den Ton so ein bisschen drin gelassen, denn die kann natürlich auch mit Ton aufnehmen, zumindest auf meinem Samsung S7 Edge. Und die habe ich dann einfach, den Angriff habe ich selber aufgenommen, kommentieren jetzt einfach mal nach. Und aber den Load, den konnte ich euch nicht vorenthalten. Ja, das ist natürlich richtig fett hier und mit der Armee hier, mit den Tunnlern. Die Helden sind bei ihm noch nicht so hoch. Die Queen ist jetzt gerade im Ausbau. Das ist, glaube ich, sein zweiter Account. Er hat auch einen Maxed Out RA11. Aber hier mit den Hoodlern, mit den Tunnlern hier auf Max-Level, geht er hier mal eben durch eine Max-Level-Base. Und die ist ja auch, die ist jetzt nicht inaktiv oder so. Die hat zwar noch ein paar Gräber vom Vorkämpfer, aber viele lassen die ja auch so nach dem Motto, oh, der ist abgefarmt, Fallen und so sind ausgelöst, aber hier ist natürlich alles aktiv. Ihr seht das hier, die Inferno-Türme und auch der Adler hat eben, glaube ich, noch geschossen. Jetzt ist er schon weg und die Tunneler hier buddeln sich wirklich krass durch. Also echt starkes Ding hier und ich hoffe, mir ist die Aufnahme gelungen. Ich kann euch die App ruhig an die Hand geben, denn auch in der Free-Version, glaube ich, kann man damit schon gut in guter Qualität aufnehmen. Ich meine in höheren Qualitäten, wie diese App hier jetzt hergibt, in 1080p, kann, glaube ich, dann nur die registrierte Version. Aber ich glaube, die App ist nicht mal teuer. Ich glaube, die hat 3-4 Euro gekostet, als ich mir die zugelegt habe. Und ich finde gerade hier, um irgendetwas aufzunehmen, das ist nicht zum Spiele aufnehmen, sondern man kann ja alles damit aufnehmen, was am Handy oder am Tablet stattfindet. Und deswegen finde ich die sehr, sehr gut. Kann ich euch also einfach nur mal, wer eine Handy-App sucht, AZ Screen Recorder, damit wird man fündig und die App wird auch laufend weiterentwickelt. Also damit, der kann man richtig viel machen, von Facecam einblenden, Overlays einbinden und, kann man richtig viel mit tun. Und der Wolzig hier hat aber richtig mal den Gegner hier abgenatzt. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es 100% wurden oder ob ein paar Buddler jetzt hier das noch schaffen, aber er ist auf jeden Fall fast auf Null gefarmt. Ich würde fast sagen, er lässt dem Gegner noch 22 Dunkles über in dem Bohrer. Okay, hat er nicht ganz geschafft, aber ich denke mal, super Angriff hier und ich hoffe, hat euch trotzdem gefallen, dass ich euch diesen Angriff gezeigt habe, mit dem AZ Screen Recorder hier, mit dem Thorsten Account aufgenommen. Und dann machen wir jetzt mit den Besuchen einfach mal weiter. So, dann habe ich jetzt die nächsten Tags hier noch. Ich habe noch so 2-3 Tags über. Da muss ich jetzt mal eben schauen. Das ist jetzt auch ein längeres Stück, denn ich nehme das hier komplett am Stück auf. Und mal sehen, es ist der Julix vom Clan True Warriors. Okay, der Julix hier in der Legendenliga. Herzlichen Glückwunsch, ist er die Tage reingerutscht mit einem Rathaus 10er. Next Account hier, so ein bisschen hat er, glaube ich, noch, nee, der ist, glaube ich, durch und ich bin mir nicht sicher, nein, er geht noch nicht auf Rathaus 10, ich weiß gar nicht, wieso der noch auf Rathaus 11, warum der noch nicht auf 11 hochgeht, da müsste ich jetzt doch mal gucken, ob hier doch noch was zu forschen ist. Skelly-Zauber, Klon-Zauber, hier ist ja nichts mehr offen hier und ja, da muss ich ihn einfach mal fragen. Aber ihr seht hier, die Base ist eine starke Base. Keine Frage. Ich weiß nicht, ob er schon mal gedefft hat. 66 Defenses won. Das ist natürlich in der laufenden Saison. Er war ja auch ein bisschen höher. Also der hat nicht 66 mal in Legende hier gedefft. Dann wäre er, glaube ich, bei 6000 Pokalen. Aber ich denke, es ist ein cooles Dorf hier. Und das wird sicherlich auch mal halten. Von den Helden brauche ich nicht sprechen. Die sind maxed out. Hier ist ein starker Account vom Julix. Und ist auch ein starker Angreifer im Moment mit Drachen.
und ein bisschen Queen Walk vorweg. Das ist auch seine bevorzugte Angriffstaktik im Clankrieg. Und ich denke mal, ist ein schöner Account hier. Also ist er auch mit zufrieden. Ich muss zur Base auch nicht sagen. Denn wer sich als RH10 auch in der Legende hier tummelt, der weiß, was er macht. Lager hier hinten pickepacke voll ist natürlich ein Geschenk für jeden, der hier vorbeikommt, keine Frage. Und hat der Julix hier sehr, sehr gut gemacht. So, dann gucken wir mal, was ich noch in meiner Zwischenablage drin habe hier. Ich habe hier den Nico mit K vom Clan Herausforderer. Schöner Account hier, denke ich mal. Aber er war eben noch abgefarmt. Ich gucke jetzt mal ganz unverblümt hier rein. Und er hat sein Dorf wieder aufgebaut. Wunderbar. Also er ist noch nicht so lange, glaube ich, Rathaus Level 9. Denn wir sehen hier schon sehr, wir sehen doch schon sehr, sehr viele schwarze Mauern. Aber hier hinten gehen die Dev-Gebäude erstmal hoch, die man nachbauen muss. Hier gehen jetzt schon die ersten. Gehen ein bisschen weiter. Er entscheidet sich hier für einen Flächenschaden. Hier oben geht eine Kaserne hoch. Mal gucken. Dunkle Truppe. Das ist glaube ich schon die zweite Kaserne, die hier hochgeht. Die hat er schon hoch und die muss jetzt noch hoch. Okay, dann kann er auch ein bisschen schneller die dunklen Truppen bauen. King und Queen sind hier im... die sind ja im Ausbau. Zumindest die Queen. Aber ich glaube, er wird sie zum CK dann gemmen. Oder sie läuft sowieso aus. Also sieht hier aber, glaube ich, ganz gut aus. Der dunkle Topf hier in der Mitte, er hat 30 Truppen, wunderbar. Da muss er nur noch fordern, dann kriegt er den Pott auch wieder voll. Und hier geht natürlich noch einiges in der Base, aber ich denke mal, er ist in Champions 3. Da tummelt er sich gerade um, er war auch schon ein bisschen höher mit der Base zufrieden, hat allerdings hier noch keine Defense. Also ich meine, hier oben wird es jetzt auch schon ein bisschen enger. Ich denke mal, er wird da immer ein bisschen abgefahren vor allen Dingen von den Zehnern. Und aber an den Helden, da solltest du unbedingt was machen. Ich meine, sie sind jetzt angepasst hier an dieses Rathaus hier. Sind sie, glaube ich, in Ordnung und ist ja auch kein lupenreiner Neuner, denn es ist ein 8,5er. Da muss ich mal nachfragen. Er ist ja im Moment bei mir im Clan, ob das so bleiben soll oder nicht. Aber immerhin habe ich ihn noch mit reingekriegt. Das ist natürlich nicht schlecht. Und ich habe aber noch 2 Techs in meiner Zwischenablage. Leider habe ich auch wieder abgefarbt. Die habe ich jetzt auch mehrmals besucht. Das tut mir leid. Ich werde sie am Ende aber auch benennen. Es ist hier der Chris 007 mit 20er Heldenpärchen. Ein Rathaus 10er und gerade die Truppen hier unten, wo ich hier gerade mit der Maus rüberfahre. Valkyre, Golem, Hexe und Hund noch auf 1. Ja, das ist auch grenzwertig. Die ganzen Zauber hier unten auch auf 1 und die ist zwar ein bisschen abgefarmt und ist auch ein bisschen verlassen hier. Er hat auch noch keine 42 Truppen. Also hier gibt es reichlich zu tun für dich. Und falls du die Folge heute siehst mit dem Rathaus, was ich auch habe. Ich sehe es gerade wieder am Design hier. Brech ab. Denn mit dem, also so Rathaus 11 werden, das kann ich nicht mehr schönreden. Ist einfach so. Und hier auch noch nicht mal eine 35er Clanburg. Also lass den Bauarbeiter hier wieder frei und mach irgendwelche anderen Sachen, aber bitte nicht weiterbauen. Bitte abbrechen. Ich hoffe, er hört es noch rechtzeitig. Der Chris 007. Und wir haben hier unseren letzten Mitstreiter. Es ist auch wieder einer vom Clan Herausforderer. Also die sind nicht alle bei mir im Clan, sondern die haben natürlich alle einen anderen Stammclan, denn sie sind im Moment im Clan Herausforderer noch in dem Community Clan. Und es ist ein Rathaus 9er. Ich denke mal, joa, da können wir mit leben. Also wir haben ihn ja angenommen und ihr seht, hier wird reichlich gewerkelt in der Base. Die X-Bogen sind natürlich schon wieder ein bisschen zu stark für die Helden hier und auch der Rest der Base ist eigentlich ein bisschen hart. Mauern hat er einfach mal ausgelassen auf Rathaus Level 8, denn die wären ein bisschen mehr gegangen. Aber er hat zumindest alle, hatte alle Truppen. Ja, er hat zumindest alle Truppen. Das ist eigentlich gut, 450 Sterne. Mal sehen, wie er sich im Clankrieg schlägt und ich glaube, die Base hier, ja, ich würde sagen, in Kristall 1, defft ihr auch mal 8 Devs, er war schon mal in der Champions League, also ich denke mal, ist ein cooler Account hier, er ist zufrieden, mit den Helden wäre ich nicht zufrieden, bin ich ganz ehrlich, denn wer eigentlich so ein aktiver Account ist hier, ihr seht das hier, die Bauarbeiter sind fleißig beschäftigt, der muss auch mal ein bisschen an seine Helden denken, aber ich sehe hier auch nur, Bauhütten sehe ich denn hier eigentlich, ich sehe eine Bauhütte da, 2 Bauhütten, da oben ist noch eine. Nur mit 2 Bauhütten hier. 3, 4. Also da geht in jedem Fall was. Mach deine Helden und dann wirst du sicherlich hier einen netten Account haben.
Last but not least bewerte ich eben mal meine Base. Ja, das sieht ganz gut aus, der Toto, was du hier machst mit dem Avatar. Aber es geht ein bisschen schleppender voran als mit dem Thorsten-Account, gar keine Frage, denn hier bin ich ja doch dann nicht so super häufig drauf. Und im Nachtdorf, da mache ich jetzt mal einen Angriff gerade. Einfach mal so testweise, denn ich versuche mich im Moment auch mit den anderen Dörfern mit dieser Armee hier durchzuschlagen. Ist gar nicht mal so schlecht. Ja, die ist gar nicht mal so schlecht, denn ich muss gestehen, ich habe keinen Bock mehr auf die Drachen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe irgendwie keine Böcke mehr auf die Drachen und muss jetzt mal sehen, wie ich hier in Sonnebase hier reinkomme. Das muss einfach mal gelingen, auch mit denen hier. Muss hier mal ein bisschen was gehen. So, dann soll der sich das Loch da auch nochmal aufmachen. Und wann kommen wir denn hier jetzt mal in die Base rein? Das wäre ja mal ganz schön, aber die beiden Zerschmetterer stehen natürlich hier auch sehr, sehr krass. Na, mal sehen, ob ich damit was reiße, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich muss die jetzt ein bisschen mittig hier immer reinschicken. Aber die gehen hier erstmal schnurstracks aufs Rathaus. Das ist mal nicht schlecht. Ist auf jeden Fall abgelenkt. Und kriegen wir den? Kriegen wir den? Jo, den kriegen wir. Und meine beiden Bomber machen hier noch. Na kommt, mach den Zerschmetterer weg. Jawohl. Ja, komm. Ah, schade. Na okay, sie schaffen den Zerschmetterer. Aber trotzdem noch 53% hier im Nachtdorf mit dieser Truppe hier. Wie gesagt, ich trainiere das im Moment. Das war hier mal ganz hart gerade an der Maus gespielt. Und ich hoffe, die Dorfbesuchsfolge hat euch trotzdem gefallen hier auf einem Donnerstag. Die ich ja nicht drin hatte, die benenne ich jetzt einfach mal. Es waren leider abgefarmt der Adelbert und der Shikwari. Gerade für diese beiden. Oh, wir haben sogar gewonnen. Tut's mir leid, denn es waren zwei Rathaus Elver. Also ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Grüße gehen an euch auf jeden Fall raus. Und ihr braucht mir eure Texte nicht nochmal schicken. Ihr seid ja jetzt gefleckt als abgefarmt. Ich weiß, ich kann das ja nicht planen, wann ich meine Sachen aufnehme und kann ja nicht sagen, Shikwari, bitte Base aufbauen, ich drehe gerade. Das geht natürlich nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mir am Ende einfach den Daumen nach oben da und bis dahin, euer Toto. Bis dann.